Dankeschön. Jawohl, das ist das, was wir brauchen. Immer wieder die Liebe. Die Liebe, die uns durchträgt. Die Liebe, die uns Kraft gibt. Die Liebe, die uns auch Kraft gibt für unsere Kinder, uns Zeit zu nehmen, zu investieren. Ja, hast du mein Konzept jetzt mitgeholt? Ja, brauche ich noch ein bisschen. Dankeschön. Ja, schön, wie wir uns so ergänzen. Danke für eure Beiträge. Sie sind sehr bereichernd. Ja, wie jeder auch ein bisschen andere Blickwinkel hat. Und so ist es gut. So kriegen wir ein gutes Bild über Kindererziehung. Jetzt will ich uns ein bisschen noch was drüber sagen, wie ich den Willen meines Kindes in die richtige Richtung lenken kann. Ich habe hier das gute Familienhandbuch von Eberhard Müllern. Das kann ich nur empfehlen. Jeder, der Familien hat, kann aus diesem Buch gute Anleitung finden. Ja, über Ehe, über starke Ehen, über gesunde Erziehung. Es ist ein gutes Familienhandbuch. Sie machen Team F-Arbeit in ganz Deutschland, Österreich, deutschsprachiger Raum. Und Eberhard Müllern und seine Claudia, ich habe sie kennengelernt, sie haben ein Herz für Familie. Sie geben uns gute Gedanken. Sie selber haben 13 Kinder großgezogen. Und sie geben so gute Erfahrungstipps weiter. Und hier sagen sie jetzt über den Willen lenken. Der Eberhard sagt da, also Sie kennen sicherlich auch den Spruch Ihrer Eltern- und Großelterngeneration. Der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Ja? Wie beim Tier. Ja? So etwas geschieht bei einer harten, überstrengen Disziplinierung und kann die Eigenständigkeit sowie dem Selbstwertgefühl des Kindes enorm schaden. Ja? Damit tust du deinem Kind nichts Gutes. Ja? Einem realistischen Menschenbild entsprechend möchten sie den Willen ihres Kindes lenken und es schulen, lebenstüchtige Entscheidungen zu treffen und zugleich das Selbstwertgefühl des Kindes aufbauen. Und diese Aufgabe erfordert viel Einfühlungsvermögen in das Wesen ihres Kindes und erzieherisches Fingerspitzengefühl. Das ist das so, was wir brauchen. Fingerspitzengefühl. Ich habe auch letztes Mal gesagt, wir brauchen so immer wieder so Weisheit von Gott. So dir es an Weisheit mangelt in der Erziehung, so bitte Gott. Und er gibt dir individuell in der Situation mit deinem einzelnen Kind, wie Moni gesagt hat, dass wir uns dem einzelnen Kind zuwenden, dass wir uns Zeit für das Einzelne nehmen, gibt dir individuell für das Einzelne Weisheit, es in seinem Charakter richtig zu lenken. Also das Ziel aller Disziplinierung ist, das Kind Selbstdisziplin und den konstruktiven Einsatz seiner Willenskraft zu lehren, dass es selbst seinen Willen lenken lernt. Also lassen Sie Ihr Kind bei Leichtsinn und Oberflächlichkeit durch natürliche Folgen lernen. Wenn es Familienregeln nicht einhält, durch logische Konsequenzen. Und nur bei Vertrauensmissbrauch und Auflehnung sollten Sie zu auferlegten Konsequenzen greifen, ja? Wenn es rebelliert oder wenn es sich auflehnt oder wenn dein Vertrauen missbraucht, dann stelle Sanktionen und dann erziehe. Dann ist es wichtig. Ja? Viele Eltern machen den Fehler, bei Ungeschicklichkeit oder einem Versehen des Kindes ungeduldig und genervt zu reagieren und es zu hart zu bestrafen, anstatt barmherzig zu sein und es geduldig zu schulen. Ja? Manchmal sind sie nur ungeschickt und man handelt total verkehrt. Ja? Wenn sie irgendeinen Becher rumschmeißt und da ist sie die ganze Trinken über den Tischdecke, dann ärgert sie schon eine Hausfrau. Ja? Aber das ist dann nicht der Weg, für dann strafend einzugreifen. Ja? Wenn sie disziplinieren, richten sie ihre Worte und Aktionen lediglich gegen das Verhalten des Kindes, aber nicht gegen seinen Selbstwert. Ja? Also immer um die Sache, nicht greifen wir die Persönlichkeit des Kindes an, ja? Sondern immer um das, was es geht. Durch verbale Attacken, Bloßstellungen, Drohungen oder Liebesentzug wird das Selbstwertgefühl schnell angegriffen. Es wird missachtet und die Seele des Menschen leidet Schaden. Ja? Und da tust du ihm mehr Schaden, wie du ihm Gutes tust. Ja? Darum, hab Acht, wie du es machst. Sagen Sie zum Beispiel,
Mein Schatz, ich habe dich viel zu lieb, als dass ich das jetzt dulden kann. Immer sagen, ich habe dich lieb, darum diese Konsequenz. Ja? Und das hilft ihm. Und schicken Sie Ihr Kind so in sein Zimmer, wird es sehr deutlich für sich unterscheiden können, dass dies kein Angriff auf seine Persönlichkeit ist, sondern der Versuch, seinen Willen zu lenken. Ja? Das sage ich immer so dabei. Ja? Immer so, dass es muss wissen, dass es geliebt ist von dir, dass es angenommen ist von dir und dass du es nimmst. Und wenn du auch einen Streitpunkt mit ihm hast oder mit ihr, dann muss es um die Sache gehen. Ja? Und dann sag trotzdem, ich habe dich lieb, aber die Konsequenz ziehe ich jetzt. Ja? Das ist das, was ich dir jetzt als Grenze setze, wegen deines Ungehorsams oder wegen deiner Rebellion oder wegen dem, was du getan hast. Wie wir auch schon die Bibelstelle gehört haben, Kolosser 3, 21, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ja? Und da brauchen wir Feingefühl. In Kolosser 3, Vers 8 heißt es schon, nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandlose Worte aus eurem Munde. Auch in Beziehung zur Erziehung. Legt das ab und handle auch nicht im Zorn. Das ist so die Gefahr, dass wir im Zorn und im Ärger handeln und wir reagieren über und wir verletzen die Seele des Kindes. Also nicht im Zorn. Und der James Dobson, dieser bekannte Seelsorger und Eheberater und Familienmensch, der sagt, nach dem am weitesten verbreiteten Erziehungsfehler gefragt, antwortete er, meiner Meinung nach ist es der unangemessene Einsatz von Zorn, in dem Versuch, die Kinder zu kontrollieren. Es gibt keine uneffektivere Methode, Menschen jeden Alters zu beeinflussen, als durch Gereiztheit und durch Zorn. Disziplinierende Maßnahmen beeinflussen das Verhalten. Zorn schafft das nicht. Ja? Durch Zorn erreichst du nichts. Ja? Und da haben unsere Eltern und in der Vergangenheit ist da vieles, vieles falsch gelaufen. Da ist vieles zerstört worden in den Kinderherzen. Ja? Durch Zorn schaffst du das nicht. Und hier der Dobson sagt, ich bin von der Tatsache überzeugt, dass Ärger von Erwachsenen nichts anderes als Respektlosigkeit in den Köpfen der Kinder erzeugt. Es erzeugt nur das Gegenteil, was du erreichen willst. Ja? Dein Kind verliert den Respekt vor dir. Ja? Es wird in Respektlosigkeit hineingeführt. Also es gehört zum Familienalltag, dass Eltern über ihre Kinder manchmal fürchterlich frustriert und verärgert sind. Ja, kennst du das auch? Ja? Dass du manchmal frustriert bist über deine Kinder oder enttäuscht. Haben wir als Eltern alle schon erlebt, sind wir ehrlich. Ja? Also ich kenne das sehr gut. Ja? Aber auch umgekehrt sind die Kinder manchmal über uns frustriert, weil wir falsch handeln und im Zorn und im Affekt manchmal überreagieren. Ja? Wir wissen nicht, wie sie Unbeherrschtheit und Zorn im Griff haben. Ja? Auf jeden Fall kann man lernen, Ärger so zu beherrschen, dass Kinder nicht darunter leiden müssen. Es heißt ja schon in Sprüche 15, Vers 18, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Ja? Ein Zorn richtet immer Zank an. Ja? Im Zorn handelt man total falsch. Ja? Jakobus gibt es ein gutes Prinzip weiter. Im Jakobusbrief 1, Vers 19. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn. Und rede auch nicht so schnell und hau ihm auch nicht immer so gleich deinen Groll um die Ohren. Sondern beherrsch dich mal, nimm dich an die Kontrolle, nimm dich an die Kandare selbst, ja, und überleg genau, was du deinem Kinde sagst, ja. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Zunächst möchten wir Ihnen beschreiben, wie Sie mit aufsteigendem Zorn nicht umgehen sollten. Also Eberhard Mühlhahn sagt hier, verdrängen Sie Ihren Zorn nicht. Ja?
Zorn kommt. Da sind wir als Menschen so, sind wir gestrickt, dass man manchmal explodieren könnt. Ja? Ist ja gut, dass wir noch Emotionen haben, dass wir noch nicht tot sind, dass wir noch Gefühle zeigen können, oder? Ja? Und der Zorn kommt, das ist nicht das Problem. Ja? Verdrängen Sie Ihren Zorn nicht. Wird er angestaut, explodieren Sie irgendwann oder sind ständig gereizt, wenn du damit nicht richtig umgehst. Ja? Lassen Sie Ihrem Zorn aber nicht einfach freien Lauf. Das kann zwar im Moment befreiend und für Sie sein, aber Ihr Kind hat meistens schwer darunter zu schlucken. Worte können genauso schmerzen wie Schläge, denn sie verletzen die Seele. Ja, manchmal tun Worte weh wie Schläge. Ja, man kann Worte mit einem sehr, sehr verletzen. Ja. Was können Sie also tun, um Ihren Zorn in den Griff zu bekommen? Also gestehen Sie sich einmal den Zorn ein. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja. Gestehen Sie sich das ein, dass das vorkommt. Ja. Geben Sie ruhig zu, dass Sie verletzt und wütend sind. Aber greifen Sie Ihr Kind nicht an. Das ist wichtig zu lernen. Also Ich-Botschaften. Wie ich bin auf 180 und muss mal allein sein. Ja? Sind besser als Du-Botschaften. Immer Ich-Botschaften sind besser als Du-Botschaften. Nimm dir das mit. Ja? Also ich bin auf 180, ich muss jetzt mal allein sein. Das ist eine gute Reaktion. Ja? Ist besser wie diese Du-Botschaften. Wie du machst mich noch verrückt. Ja? Da gibst du dem Kind die Schuld, weil du verrückt bist, ne? Im gewissen Sinne. Ja? Und so. Ja? Also keine Du-Botschaften. Legen Sie erstmal eine Pause ein, wenn Sie merken, dass der Zorn Sie übermannen droht. Ja? Also sei langsam im Zorn, wie der Jakobus uns den Tipp gibt. Ja? Es gibt einen Punkt, an dem er Sie beherrschen will. Hast du schon erlebt? Da könntest du manchmal aus der Haut gehen, ne? Ja? Und das ist gefährlich. Ja? Darum beherrsche dich. Ja? Hier müssen Sie sich entscheiden, innezuhalten. Sonst reden und handeln Sie unkontrolliert. Warten Sie lieber, bis Ihr Zorn wieder verraucht ist. Ja? Wie wir eben gehört haben, zieh dich zurück. Ja? Ich bin auf 180 und muss mal allein sein. Das ist immer gut. Da kannst du deinen Zorn abkühlen. Welche Methode du auch immer hast. Ich habe oben einen Sandsack, da kann man reinhauen, da kann man Aggressionen ablassen und Punchingball in meinem Büro. Da kann man da wirklich dann Luft lassen. Ja, den Sandsack habe ich für den Samuel aufgehangen. Wenn der mal zürnt, dann sage ich zu dem, geh hoch an den Sandsack, reagier dich ab und dann kommst du wieder. Das sind zum Beispiel gute Mittel, für sich abzureagieren. Also innehalten. Warten Sie lieber, bis Ihr Zorn wieder verraucht ist. In welcher Situation geraten Sie immer wieder außer sich? Ja, frag dich da mal selbst. Versuchen Sie einmal, diese von vornherein zu vermeiden oder zu entschärfen. Weil du kennst dich ja am besten selbst. Du weißt ja immer, wo du explodierst und wo du in die Luft gehst. Ja? Versuch mal, diese Situation von vornherein zu entschärfen. Wenn du merkst, jetzt kommt dein Ärger, jetzt kommt dein Zorn hoch, und dann reagier mal gelassen. Ja, nimm dich mal in die Kontrolle dann. Ja? Vielleicht sollen Sie einmal ausreißen und Abstand zu gewinnen und neu aufzutanken. Ja? Manchmal ist das auch gut. Sich mal zurückzuziehen oder mal einen Waldenspaziergang zu machen. Sich mal selbst zu hinterfragen. Sich mal selbst Inventur zu halten mit dem Herzenszustand und mit der Beziehung zu Gott. Das tut immer gut, ja? Das ist immer hilfreich. Beten Sie für die Schwierigkeiten, die Ihre Gefühle Ihnen bereiten. Bete darüber. Sprechen Sie Ihre Situationen Gott gegenüber offen aus und bitten Sie ihm um Hilfe. Ja? Lernen Sie passende Bibelstellen auswendig. Wie diese Bibelstellen, die ich vorgelesen habe. Ja? Zum Beispiel auch Epheser 4,26. Dort heißt es, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist schon mal ein guter Tipp. Ja? Zürnt ihr, so sündigt nicht. Und lasst die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Ja? Gib deinen Zorn ab, bete darüber.
Weil für Ehepaare ist das ganz wichtig. Wenn man im Streit ist, die Sonne nicht über dem Zorn untergehen lassen. Vorher sich versöhnen. Da heißt es in Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Ja? Lad das ab. Eben haben wir gesungen, ich lade alles ab vor dir. So muss man den Zorn und die Bitterkeit vor Gott abladen. Und das ist so hilfreich und so gut. Ja? Also so lerne ich auch mehr und mehr den Willen des Kindes richtig zu lenken. Ja? Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Und so lerne ich es, sie positiv zu beeinflussen und ihnen das Gute mit auf den Weg zu geben. Okay, jetzt kommt der Marco. Marco, jetzt kommt dein Teil. Du als unser Kindermitarbeiterleiter hier darfst uns auch noch einen Beitrag über Kindererziehung weitergeben. Du hast einen Sohn, der Nikolas, der geht jetzt bald in die Schule. Richtig, ja. Und sag uns was darüber. So. Ja, ich bin auch froh, dass ich darüber auch was sagen darf. Wie gesagt, bei mir ist die Situation ein klein bisschen anders da. Ihr seid zu zweit, ich bin getrennt und habe den Nikolas an sich schon nicht so oft wie ihr am Tag halt. Ne? Und ich möchte euch da auch so, ja, Ferdi hatte mit vielen Dingen auch schon so aus meinem Herz auch gesprochen, am Anfang schon, was er gesagt hat. Und ich denke auch, die Kindererziehung fängt erstmal bei mir an. Fängt bei mir an, mein Vorbild, mein Wandeln, mein Reden und mein Tun, was ich tue. Das Kind sieht, was ich mache und das spricht am lautesten. Und ich denke auch, ich habe so erstmal auf mich geguckt, wenn ich das vorbereitet hier habe. Ich habe auf mich geguckt, wie war ich so als Kind, und das sind so einige Dinge, die ich mal hier aufgeschrieben habe. Auch ungehorsam. Ja, habe auch viel Streiche gemacht und der Eltern viel Sorge gemacht. Und daran merkt man, dass einfach in den Menschen nichts Gutes dort drin steckt, wie das Wort es auch sieht. Und wir brauchen dort diese Veränderung, die einfach wichtig ist. Und ja, der Nikolas ist, wie gesagt, ja mein erstes Kind und habe ich an sich wenig Erfahrung mit Kindern. Was mich doch so geprägt an sich, da habe ich viel Rat und Hilfe gebraucht, auch von Geschwistern, von meinen Mitmenschen her, und man weiß halt nicht, wie man damit umzugehen hat, wenn das erste Kind ist. Ne? Ja, und natürlich ist besser die Gotteshilfe, die haben wir jetzt, und auf sein Wort zu hören und dort von zu lernen, was er für die Erziehung von unseren Kindern, was wir ihnen sollen beibringen. Und das ist, hat jetzt Priorität. Ja, ich habe so erst auf mich geguckt. Ich war auch frech, wild, ungehorsam, schlechte Worte geredet. Und heute ziehe ich Sachen so am Nikolas, wenn ich jetzt so rückgucke, so, ja, wo ich mich ärgere oder auch so im ersten Moment so Reaktionen komme, aber ich war früher auch nicht besser gewesen. Ich war auch nicht anders da gewesen. Nur ich habe den Vorteil, ich habe jetzt Gott kennengelernt und Liebe gelernt, und kann doch Gottes Wort mit reinbringen. Und das ist einfach gut und wertvoll auch. Ich hätte mal gerne der leichte Weg gewünscht. Nikolas ist ein willensstarkes Kind, sehr willensstark. Fordert mich sehr heraus. Und ich hätte mal gerne einen leichteren Weg gewünscht. Aber es ist vielleicht der Schleifstein, der Gott sich wünscht für mich. Weil er mich verändern will, mich auch. Und ich habe da so eine Situation gehabt, und es war so eine soziale Situation, die war im Globus. Und ich musste mich entscheiden, weil viele Menschen auf der Toilette Konsequenzen sind, mit dem Händewaschen. Und es ist nicht immer einfach, wenn viele Leute dabei sind, dann sind Entscheide hier zu sagen, wir gehen nicht eher durch die Tür raus, bis die Hände gewaschen sind. Also ich muss sagen, normal bin ich friedlich und eher ruhiger Typ und das bin ich auch gewesen, aber ich war noch in dieser Situation konsequent. Ich möchte das Beispiel so reinbringen. Und hinterher haben wir es getroffen, Mario und ich, und es hat mich gefragt, was ist los mit Nikolas? Er hat dann so ein bisschen geweint und geschreit. Ich war in dieser Situation konsequent gewesen. Und ich denke, Gott will das von mir noch öfters haben, dass ich ihm gehorsam
ja, nach seinem Wort vorgebe, weil er sehr herausfordernd für mich. Ja. Und ich sehe auch bei ihm eine riesige Gefahr, wie ihr schon gesagt habt. Eine riesige Gefahr sehe ich mit der Sucht, Computer, Fernsehen und so. Ich habe nicht viel Einfluss, gewisse Zeiten nur. Ich sehe da eine riesige Gefahr mit dem Weltlichen, was so einbringt auf die Kinder, auf unsere Kinder. Und ich würde gern bewahren. Und ich versuche momentan auch, den Nikolas an die Bibel daran zu führen, durch Kinderbibel und auch teilweise im Gebet, wenn die Mama mal krank ist und gewisse Situationen mit der Omas, Opas sind, versuche ich mich. Ich muss die Situation immer abschätzen, wie sie ist, weil das Kind ist wochenübers anders geprägt oder lebt dann anders da. Und ich muss da sensibel sein und auch versuchen, das den Moment passend einzubringen. Dass ich ihm nichts überstülpe, beziehungsweise ja, vielleicht auch überfordere, dass ich etwas stur durchziehen würde. Und ja, es kostet mich Kraft und auch Nerven. Und meine persönlichen Dinge, die ich so tue, wo ich merke, wo sehr viel bringt, ich stelle im Gebet immer unter Gottes Schutz. Dankeschön. Ja, ich will noch etwas über Teenagerjahre sagen. Teenagerjahre, ich denke, einige von uns haben Teenager. Wir haben selbst drei, das ist so ein schwieriges Alter. Ja, Teenagerjahre, dann hat man nicht mehr so leicht in der Erziehung. Dann ist eigentlich schon der größte Teil von der Erziehung abgeschlossen. Ja, und der Eberhard Mühlern hat gute Tipps, auch wie man die Autorität in den Teenagerjahren nicht verliert. Ja? Also die vertrauten Maßnahmen, die bei jüngeren Kindern wirken, funktionieren jetzt nicht mehr. Trotzdem können sie noch Einfluss ausüben und die Richtung weisen, ohne einen Machtkampf auszulösen. Monika hat auch eben schon gesagt, das Wichtigste eigentlich ist immer, dass man so die Vertrautheit nicht verliert, auch in den Teenagerjahren. Dass man so eine Freundschaft aufbaut schon vorher, die dann noch durchhält, in diesen Teenagerjahren noch so Bestand hat, die uns da noch Kraft gibt, an ihnen zu wirken und Möglichkeit. Ein älterer Teenager kann Dinge besser durchdenken und durchsprechen als ein jüngeres Kind. Obwohl er unabhängig sein will, wird er sich dennoch anhören, was sie mit seinen und warum sie es, was sie meinen und warum sie es so denken. Ja? Wenn sie die Vertrauensbasis da ist. Wenn sie Freunde bleiben und sie sich in gewinnender und ruhiger Weise mitteilen können, ohne diktatorisch zu wirken, werden sie ein offenes Ohr vorfinden. Ja? Wenn da eine Vertrauensbasis da ist und eine Freundschaft von dir da ist, dann kommt ein Kind gerne auf dich zu. Also frag dich mal, worauf beruht deine Autorität? Jetzt zeigt sich deutlich, worauf ihre Autorität beruht. Auf Dominanz oder auf Macht oder auf gegenseitige Achtung. Ja? Die erste Form, wir nennen sie Machtautorität, baut auf äußere Kontrolle und Furcht vor Strafe. Ja, wenn ein Kind nur so dir gehorcht, dann hast du was falsch gemacht. Mit zunehmendem Alter des Kindes nehmen jedoch sowohl die Kontrollmöglichkeiten der Eltern als auch die Angst der Kinder vor Strafe ab. Und Studien über autoritäre Eltern fanden heraus, dass sie zwar kurzzeitige Anpassung erreichen, aber langfristig Rebellion nach sich ziehen. Ja, die Rebellion kommt, dessen kannst du dir gewiss sein, wenn du diese Machtautorität ausübst. Also solche Eltern beharren darauf, solange du zu Hause lebst, tust du, was wir sagen. Ja, das ist so das, wie die früher immer so gesagt haben. Solange du die Füße an meinen Tisch streckst und an meinem Tisch isst, machst du, was ich dir sage. Ne? So auf die Art und Weise. Ne? Und die Teenager schweigen verbissen. Oder kontern lautstark, na wartet, wenn ich erst einmal 18 bin, dann zeige ich es dir. Ja, das ist dann so die Trotzreaktion, die da bei solch einer Erziehung im Endeffekt dabei herauskommt.
Also die effektivste Form der Erziehung ist die Beziehungsautorität. Die Beziehungsautorität, darauf kommt es an. Sie stärkt das Selbstwertgefühl und führt zu eigenverantwortlichem Leben. Ja? Das Kind gehorcht nicht mehr aus Furcht, sondern weil es seine Eltern achtet und weil es sie liebt. Ja? Wir kennen es selbst so. Wir wissen, wir sind geliebt von Gott und darum gehorchen wir Gott. Wir gehorchen ihm nicht aus Zwang, weil er die Gebote uns gegeben hat, sondern wir gehorchen Gott aus Liebe. Ja? Aus Liebe folgen wir Jesus nach, weil er für uns ans Kreuz ging. Ja? Und so sollen auch deine Kinder dir folgen. Ja, weil du sie liebst. Ja? Weil sie die Liebe an dir erkennen können. Also das Kind gehorcht nicht mehr aus Furcht, sondern weil es seine Eltern achtet und weil es sie liebt. Und sie möchten doch, dass ihr Kind sich aus Wertschätzung und Liebe einordnet. Und nicht nur, solange sie die Macht in der Hand haben. Ja? Also der Schlüssel ihrer Autorität darf nicht allein größere Macht und äußere Kontrolle sein, in der Teenager Erziehung erleiden und sie damit unweigerlich Schiffbruch oder sie ziehen einen Duckmäuser heran. Ja? Ihre Autorität sollte auf gegenseitige Achtung der inneren Eigenkontrolle des Kindes beruhen. Deswegen sind die vorangehenden Kapitel von großer Bedeutung. Sie zeigen ihnen den Weg, wie sie Beziehungsautorität aufbauen und erhalten können. Eben im Familienhaus haben wir das gesehen, was da so wichtig ist. Also zur Erziehung gehören Autoritäten, also Vor- und Leitbilder. Unser Vorbild spricht am lautesten. Kinder brauchen Autorität für ihre störungsfreie Entwicklung, für den Aufbau eines stimmigen Weltbildes, mit dem sie sich erst so orientieren können, dass sie nicht ständig und überall zu ihrem Schaden anecken. Selbstsichere Persönlichkeiten, die gut durchkommen in dieser Gesellschaft. Die Autorität ereignet sich nämlich in ihnen. Sie ist ihre Zustimmung zu Vorbildern, zu Normen und zu Werten, zu Forderungen an sie, zu Grenzsetzungen, zu Deutlichkeit, zu Konsequenz und zur Bereitschaft. Es auch mit ihnen über Krisen hinweg auszuhalten. Ja? Dass sie auch durch Krisen, wenn wir mit unseren Kindern durch Krisen gehen können, dass sie stark sind in ihrer Selbstentwicklung. Also haben sie den Mut, einen klaren Weg zu weisen. Dazu braucht man Mut. Man braucht Mut, Vorbild zu sein. Man braucht Mut, Verantwortung zu nehmen. Und wir dürfen uns da nicht rausstehlen. Obwohl ihr Teenager jetzt eigenständig ist und sie vielleicht Angst vor möglichen Machtkämpfen haben, sind sie nach wie vor dafür verantwortlich, entscheidenden Punkten einen klaren Weg zu weisen. Tun sie es fest und tun sie es fair. Ja? Also ein starkes Team hat aber herzlich Begleitung mit liebevoller Disziplin. Und ein Kind braucht konsequente Eltern, die beharrlich die Grenzen abstecken. Aber bleibe dabei fair. Gerade weil ein Kind in der Pubertät durch die hormonellen und sozialen Einflüsse in seinen Entscheidungen häufig hin und her gerissen ist, braucht es weiterhin Regeln und auch Konsequenzen, wenn Absprachen nicht eingehalten werden. Du musst ihm weiterhin Grenzen setzen. Ja? Denn sie wissen manchmal nicht, wenn man so drei Teenies hat wie ich, da, die wissen manchmal nicht, wo sie dran sind. Ja, die finden... Die suchen ihre Eigenständigkeit, die suchen ihre Persönlichkeit, die sind manchmal so zerstreut und so hin und her gerissen in ihren Gefühlen, ja, hormonell bedingt, ja, und das ist so diese Phase. Aber diese Phase, finde ich, hat als Eltern ihren Reiz, deinen Kindern dann noch diese Liebe, diesen Beistand zu geben, die Sicherheit zu geben, die sie dann brauchen, den Halt oder die Schulter, an dem sie sich anlehnen können. Oder dass du den Arm um sie legst und du sagst einfach, du, ich hab dich lieb und ich helfe dir. Und du kommst aus dieser Phase raus. Ja? Und das ist das so, was ihnen unwahrscheinlich hilft. Also was für ihr Kind gefährlich ist, hängt stark von seiner Persönlichkeit und individuellen Verfügbarkeit ab. In manchen Situationen müssen sie Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, was sie dulden können und was sie verbieten müssen. Wie gesagt, Weisheit von Gott. Weisheit von Gott, in der Situation richtig zu entscheiden.
In dieses Spannungsfeld werden sie immer wieder geraten. Und oft werden sie sich fragen, wovor sollte ich mein Kind bewahren? Und worum muss es, und worin muss es seine eigenen Erfahrungen machen? Das ist das Spannungsfeld, ja? Lernt es jetzt aus dieser Erfahrung oder muss ich es davor bewahren? Und diese Zerrissenheit kenne ich sehr gut als Vater, ja? Lasse ich es jetzt einfach mal diese negative Erfahrung machen, damit es daraus lernt, oder setze ich ihm eine Grenze? Und da muss ich wirklich Gott fragen, Herr, zeig mir jetzt, wo ich jetzt die Grenze da setze, ja? Also ihre Reaktion hängt dabei von ihrer eigenen Persönlichkeit ab. Sind sie eher ängstlich? Sehen sie überall Bedrohungen oder Gefahren? Oder sind sie ein gelassener Mensch mit gesundem Gottvertrauen? Manchmal müssen wir auch in unserer Erziehung Gott vertrauen. Oh Herr, erzieh du. Herr, hilf du. Gib du Gnade. Und lass sie mal aus diesen Erfahrungen lernen. Ja? Ja? Nur gut, wenn sich auch Eltern ergänzen. Manchmal möchte man sein Kind, das es noch so unerfahren ist, am liebsten in einen goldenen Käfig einsperren. Ja, dass es vor allem bewahrt ist, aber das ist nicht das. Da führst du sie nicht in Eigenständigkeit und da führst du sie nicht in Eigenverantwortlichkeit. Wir können sie nicht in einen goldenen Käfig einsperren. Aber gleichzeitig weiß man aber, dass ein Kind durch negative Erfahrungen oft schneller lernt, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Wenn sie mal so richtig einen über den Durst getrunken haben und sie waren da total im dicken Kopf den anderen Tag, das kann eine gute Erfahrung sein fürs Leben. So manche eine hat da mit dem Trinken aufgehört, hat nie mehr Alkohol angerührt. Ja? Jupp kennt das so, die Art ungefähr. Ja? Das ist deine Erfahrung, gell? Ja, und diese Dinge, die helfen, ja, manchmal. Also geben Sie Ihr Kind frei und lassen Sie es mal eigene Erfahrungen machen. Solange es nicht ernsthaft in Gefahr ist. Ja? Solange es nicht ernsthaft in Gefahr ist. Wenn mit Drogen in Kontakt kommt, dann bist du gefragt als Eltern, hau dazwischen. Also nicht hau dazwischen so, aber setz dich dann ein. Bewahre es vor den Drogen. Ja, fang dann an zu predigen. Lehre sie das Wort, dass sie das nicht tun soll. Dass sie da auf eine Suchtschiene kommt und dass sie ihr Leben ruiniert. Da musst du konsequent sein. Und da musst du wirklich hart dagegen angehen, wenn es um Drogen oder solche Dinge geht. Ja? Also zum Nachdenken noch ein paar Gedanken. Wenn Sie Ihren Familienalltag durchdenken, ist es mehr von Machtautorität oder von Beziehungsautorität gekennzeichnet? Ja? Wie werden Sie Ihre Beziehungsautorität konkret verstärken? Also Beziehungsautorität ist immer besser wie Machtautorität, wie diese autoritäre Erziehung. Ja, bau eine Beziehung, bau eine Vertrauensbasis, bau eine Freundschaft. Also die Vertrauensbasis aufrecht zu erhalten, indem sich eine Freundschaft zum Kind aufbaut und erhalten wird. Das nimm dir so mit. Das soll dir wichtig sein. Das soll dir groß werden. Und dann kommen sie gerne zu uns und fragen uns um Rat. Das ist das so, was Kinder brauchen. Ja. Und ich denke, das müssen wir so das können wir als Eltern unseren Kindern mitgeben. Jetzt hätte ich noch gern etwas über miteinander reden, über Kommunikation gesagt, weil das ist auch so eine wertvolle Sache. Es gibt so ein Familienhaus der Kommunikation, Haus der Kommunikation. Hier habe ich mal aufgemalt, ich wollte noch eine Folie machen, bin jetzt nicht so dazugekommen. Ja, es gibt so 6 Ebenen der Kommunikation. Und die Kellerebene, die unterste Ebene, ist einfach die Kommunikation der Kritik. Ja? Hier unten habe ich so ein Krokodilsbecken reingemacht und da kann man immer wieder abstützen. Man kritisiert nur, man nörgelt nur an den Kindern rum, aber das ist die unterste Schwelle der Kommunikation. Das ist das unterste Niveau. Ja? Und die zweite Ebene ist die Ebene der Begrüßung. Ja? Man sieht sich gerade noch so zwischen Tür und Angel, begrüßt sich, hallo, wie geht's? Ja? Das ist dann noch, damit hat es sich dann auch schon wieder. Ja? Bei Teenager lässt die Kommunikation oftmals nach. Ja? Sie sind so in ihren eigenen Träumen, in ihren eigenen Denken, in ihrer eigenen Musik, in ihren Interessen und die haben gar nicht mehr viel Raum für Kommunikation. Ja? Ihre Gesichterparty, ihre ICQ und ihre ganzen Dinge, die sie beschäftigen. Ja? Und das ist auch noch eine untere Ebene, wenn es nur diese Begrüßungsebene ist.
Ja? Und da gibt es aber noch eine dritte Ebene, das ist dann geht schon ein bisschen höher in diesem Kommunikationshaus, das ist die Informationsebene. Ja? Man tauscht noch Informationen gegenseitig aus. Du Kind, was hast du dann vor heute? Was willst du denn heute machen? Was sind dann so deine Wünsche fürs Wochenende? Was geht dann so ab? Ja? Dann informiert man sich gegenseitig. Du, wir machen das und das ist unser Anliegen. Ja? Könntest du vielleicht dich um die Kleine kümmern oder so? Das ist so die Informationsebene. Ja? Es ist gut, wenn das noch geschieht. Ja? Wenn das noch geschieht in der Familie. Aber es ist noch nicht die höhere Ebene. Ja? Eine vierte Ebene ist der Meinungsaustausch. Du, was geht so in dir vor? Was ist so deine Meinung über die und die Sachen? Dass man sich noch austauscht, diskutiert über Dinge, dass man noch Zeit hat miteinander, über Meinung austauscht, über Themen, über biblische Themen, über Wahrheiten, über Gesellschaftsfragen. Ja? Dass da noch eine Basis ist, zu kommunizieren in der Familie. Ja? Und dieses Familienhaus der Kommunikation kann man auch gut mit in die Ehe reinnehmen. Welche Kommunikation hast du in deiner Ehe? Ja? Da gibt es noch eine fünfte Ebene, die ist noch höher angesiedelt. Das ist der Gefühlsaustausch. Ja? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Was sind deine Bedrückungen? Was sind deine Sorgen? Was sind gerade so deine Ziele, deine Wünsche? Ja? Man tauscht sich aus, weil man sich vertraut. Ja? Und man ist bereit, sich zu öffnen, auch in den Gefühlen. Und das ist wieder eine höhere Ebene. Und es ist gut, wenn wir so mit unseren Kindern noch kommunizieren können. Ja? Wie sind deine Gefühle? Was bedrückt dich? Was sind deine Ängste? Was sind deine Sorgen? Und die dritte Ebene ist die transparente Offenheit. Die Offenheit, die sechste Ebene ist das. Das ist dann ganz oben, Entschuldigung. Das ist dann also ganz oben. Die Offenheit und die Ehrlichkeit. Dass man ganz offen und ehrlich und transparent miteinander umgehen kann. Dass man über Gefühle reden kann, dass man über Wünsche, über Herzensanliegen, über Sorgen, über Ängste reden kann. Ja? Dass man auch zusammen darüber beten kann. Das ist so die höchste Ebene der Kommunikation. Und es wäre schön, wenn wir die mit unseren Kindern erreichen. Es muss unser Ziel sein, auf eine höhere Ebene in der Kommunikation zu kommen. Ja? Und dann ist es gut, ich habe jetzt für jede Ebene eine Bibelstelle da. Ja, vielleicht können wir uns das mal gesondert da ansehen in einer anderen Stelle. Ja, es kommt auf die Kommunikation an. Und wie wir in der Familie leben, das ist der Wert, wie wir miteinander reden. Zeigt, wie viel Liebe wir füreinander haben. An der Kommunikation wird es sich zeigen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Die Bibel sagt uns in Epheser 4,29, redet auch nicht schlecht voneinander. Ja? Was ihr sagt, soll für jeden gut, hilfreich sein und eine Wohltat für alle. Ja? Die Bibel gibt uns hier ein gutes Prinzip. Ja? Unsere Rede soll gut sein, sie soll hilfreich sein, sie soll eine Wohltat sein. Darum ermutige deine Kinder, richte sie auf, pflege eine hohe Ebene der Kommunikation. Ja? Guck mal doch noch, dass du an deine Kinder rankommst. Du musst interessiert sein, wer sind seine Freunde? Mit wem gibt er sich in der Schule ab? Ja? Was sind seine Freunde? Über was reden sie? Was hören sie für eine Musik? Was ist ihre Herzensausrichtung? Ja? Was macht ihnen Angst? Da musst du dich mit deinen Kindern noch mal dahin bewegen können, damit dass du mit ihnen darüber reden kannst. Ja? Redet nicht schlecht voneinander. Ja? Fang nicht an, deine Kinder schlecht zu machen. Ja? Damit wirst du ihr Selbstwertgefühl in den Keller drücken. Ja? Durch Schuldzuweisungen oder wenn du noch Schimpfworte für sie hast, das bewirkt gerade das Gegenteil. Ja? Also hab Acht, wie du mit deinen Kindern redest. Was ihr sagt, soll für jeden gut sein, hilfreich, eine Wohltat für alle. Sei ein Ermutiger, sei ein Aufrichter. Sei ein Freund, sei ein Vater, wie Gott dein Vater ist. Er hört sich auch alles an, was du für Sorgen hast. Und ihm kannst du alles an den Kopf schmeißen. Auch deine Ängste, deine Sorgen, deine Bedrückungen, dein Ärger, dein Frust. Gott fällt nicht vom Thron, wenn du das alles bei ihm ablädst. Ja?
Er kommt da nicht ins Wanken. Er kann damit umgehen. Er ist ein starker Charakter. Ja? Jesus ist ein starker Charakter. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet für eure Seele. Damit ihr in die Ruhe kommt. Und so dürfen wir auch in unserer Familie wieder zur Ruhe kommen. Durch gute Kommunikation. Und wenn wir hier negativ reden und Schuldzuweisungen und immer kritisieren und meckern und nörgeln, dann steht hier in Vers 30 von Epheser 4, sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Ja? Wenn wir hier auf unsere Reden nicht Acht haben, betrüben wir den Heiligen Geist, sagt die Luther-Übersetzung. Ja, die Hoffnung für alle sagt, beleidigt ihr den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er zieht sich in euch zurück. Ja? Diese Beziehung muss man auch pflegen. Wie ich meine Ehe pflegen muss. Wie ich mein Familienumfeld pflegen muss. Wie ich mit meinen Kindern den Umgang pflegen muss. Ja? Ich darf mich da investieren. Und ich will uns da in positiver Weise ermutigen. Ja? Hab da eine gute Kommunikation in deiner Familie. Und das bestimmt den Wert deiner Beziehungen. Ob du wirklich Liebe hast, ob du wirklich eine gute Atmosphäre und ein prima Klima aufbauen kannst. Ja? Das ist ja das, was Gott will, dass wir ein prima Klima kriegen in unsere Familie, damit wir ein Licht sein können für dieses Welt. Dass wir ein starkes Team sind, dass wir vernetzt und verkettet sind miteinander, dass wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, dass wir füreinander da sind in Nöten, ja? In Bedrückungen, in Ängsten. Ja? Und dass wir auch da weiterhin konsequent unsere Grenzen setzen. Hat aber herzlich, mit liebevoller Begleitung, mit liebevoller Disziplin. Und das ist so das, was ich uns mit auf den Weg geben will in der Erziehung. Ich denke, das waren jetzt viele Gedanken, das waren viele Impulse. Aber zum Schluss ist es immer wieder die Liebe. Am Ende bleibt nur eins, die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist das Größte, sagt Korinther 13, der letzte Vers. Ja? Und es ist immer die Liebe, die wir uns geben müssen, durch das wir mit Gott reden, durch das wir die Bibel lesen. Die Liebe Gottes wird in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, steht in Römer Vers 5. Und ich muss mir die Liebe beim Vater nehmen. Ich muss immer auf den Schoß des Vaters klettern. Ich als irdischer Vater brauche die Liebe meines himmlischen Vaters, damit ich als irdischer Vater meinen Kindern Liebe geben kann. Meine Liebe reicht nicht aus, auch nicht für meine Kinder richtig zu lieben, um ihnen Halt zu geben. Ich brauche einfach immer die Liebe des Vaters. Und ich muss auf den Schoß des Vaters klettern. Und Vater, gib mir deine Liebe. Wie der Hans-Peter gesagt hat, die ganze Frucht des Heiligen Geistes muss in mein Herz. Ja? Seine Liebe muss in mein Herz und die Freude muss in mein Herz. Ja? Wenn ich mit meinen Kindern freudig umgehe, ein freudiges Klima habe und nochmal einen Spaß haben kann mit ihnen, und mal einen Witz machen kann und mal nochmal lachen kann. Ja, es muss in unseren Familien auch wieder was zu lachen geben. Ja? Das Gesetz knüppelt nur und gibt nur Druck. Aber ich brauche die Freude, der Friede Gottes. Ja? Die Barmherzigkeit, die Güte füreinander, die Vergebungsbereitschaft, die Versöhnungsbereitschaft, das muss ich mit reinbringen, nicht beleidigt sein, ja? Demütig auch manchmal sein und dann auch sich selbst zu beherrschen. Das ist alles die Frucht des Heiligen Geistes und der Geist Gottes gibt sie in unser Herz und in diesem Sinne wollen wir gesund Familie bauen und in diesem Sinne segne uns einfach Gott. Ich will zum Abschluss noch einmal beten, dass Gott einfach unsere Familien segnet. Lass uns dafür aufstehen und lass uns dafür mitbeten, dass da ein neuer Zug reinkommt von Gott, von seiner Hilfe, von seinem Heiligen Geist. Vater, ich danke dir so, dass wir jetzt so diese ganzen Dinge, diese ganzen Wahrheiten gehört haben. Dass wir diese ganzen Wahrheiten jetzt einfach auch akustisch aufgenommen haben. Aber das ist so viel, Herr. Und wir brauchen so deine Hilfe, dass wir das auch immer mehr in unseren Familien umsetzen können. So bitte ich dich einfach, Vater, dass unsere Ehen stark machst. Dass unsere Ehen wirklich gesund macht, dass wir wirklich füreinander da sind, dass wir Liebe investieren, dass wir dankbar sind, dass wir einander haben, dass du uns so als Familie zusammengestellt hast, ja, und dass du uns als Ehepaare zusammengestellt hast. Und du hast uns Kinder anvertraut.
Kinder sind, die Leibesfrucht ist ein Geschenk von Gott. Und als solches wollen wir unsere Kinder sehen. Wir wollen unsere Kinder als Geschenke sehen. Und wir wollen sie auch so liebevoll begleiten mit deiner Liebe. Drum, Vater, fülle unser Herz mit deiner Liebe, dass wir ihnen das geben können, was sie zum Leben brauchen, damit sie sicher aufwachsen können, dass sie gesund aufwachsen können, dass ihre Selbstentwicklung gesund geschehen kann, Vater. So gib uns da Weisheit in der Erziehung, individuell, in jeglicher Situation richtig zu entscheiden, nach deinem Willen zu entscheiden. O Herr, wir wollen dich da kontaktieren, wir wollen dich da mit reinnehmen, dass du uns hilfst, dass du uns die rechte Weisheit in der Entscheidung gibst und dass du uns so leitest, Herr, dass wir dieses prima Klima einfach aufbauen können in unseren Familien, dass die Kinder sich wohlfühlen, geliebt und angenommen, dass sie sich so richtig nach dem Zuhause sehnen, wenn sie aus den Schulen kommen, wenn sie noch nachher selbst Familie haben, dass sie gerne heimkommen, und dass sie die Enkel und alles mitbringen und dass wir uns aneinander freuen, dass es immer Freudenzeiten sind, wenn wir zusammen sind, dass wir uns nicht immer so gegenseitig kritisieren, benörgeln und niederreißen, sondern dass wir uns Liebe geben, dass wir uns gegenseitig aufrichten, dass unsere Kommunikation einfach eine neue Qualität bekommt, dass da wirklich Beziehungsaustausch da ist, Kommunikation in einer höheren Qualität, Herr, dass die Kinder sich uns öffnen, dass sie ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Bedrückungen uns einfach bringen. Und dass du uns einfach da hilfst, ihnen auch das zu geben, was sie dann gerade brauchen, Vater. Segne unsere Familien, segne unsere Kinder, Herr, dass sie alle dir dienen, dass sie dir alle nachfolgen, dass sie dich alle erleben, Herr. Schenke uns so diesen christlichen Lebensstil und gib uns so wirklich so Gnade, dass wir auch eine gute Familienandacht machen können. Gib uns kreative Gedanken, dass wir wirklich Weisheit haben, dass sie Freude daran haben, Herr, auch mit uns ins Wort Gottes zu gehen, dass sie Freude haben, auch über deine Werte nachzusinnen, dass sie das aufnehmen in ihr Leben und dass sie es selbst umsetzen, Vater. Wir brauchen immer so Gnade über Gnade. O Jesus, hilf uns auch, Herr, dass wir so deine Bürde spüren, wie sehr du uns liebst, wie sehr du dich nach uns sehnst und wie sehr du für uns gelitten hast am Kreuz von Golgatha. Hilf uns so, Jesus, dass wir so deinen Herzschlag bekommen, dein Mitleid bekommen und so deine Bürde bekommen. Heiliger Geist, leite uns an. Gib uns Richtung, gib uns Weisung, gib uns so deine Unterstützung. Wir brauchen dich, du bist unser Parakletos, du bist unser Führer, unser Ratgeber, unser Beistand. Du hilfst uns so sehr in der Familie, du hilfst uns so sehr in der Gemeinde. Wir danken dir so, dass du am Wirken bist in unseren Herzen. Wir danken jetzt so auch so für dieses Erziehungsseminar und es soll einem jeden zum Segen werden, der es hört, der es aufnimmt. Er soll es so verinnerlichen und er soll es in seiner Familie umsetzen. Vater im Himmel, wir danken dir in Jesu Namen für deine Liebe, für deine Freude, für deinen Frieden. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, ich will noch etwas über Teenagerjahre sagen. Teenagerjahre. Ich denke, einige von uns haben Teenager. Wir haben selbst drei. Das ist so ein schwieriges Alter. Ja? Teenagerjahre, dann hat man nicht mehr so leicht in der Erziehung. Dann ist eigentlich schon der größte Teil von der Erziehung abgeschlossen. Ja? Und der Eberhard Mühlern hat gute Tipps, auch wie man die Autorität in den Teenagerjahren nicht verliert. Ja? Also die vertrauten Maßnahmen, die bei jüngeren Kindern wirken, funktionieren jetzt nicht mehr. Trotzdem können sie noch Einfluss ausüben und die Richtung weisen, ohne einen Machtkampf auszulösen. Monika hat auch eben schon gesagt, das Wichtigste eigentlich ist immer, dass man so die Vertrautheit nicht verliert, auch in den Teenagerjahren. Dass man so eine Freundschaft aufbaut schon vorher, die dann noch durchhält. In diesen Teenagerjahren noch so Bestand hat, die uns da noch Kraft gibt, an ihnen zu wirken und Möglichkeit. Ein älterer Teenager kann Dinge besser durchdenken und durchsprechen als ein jüngeres Kind.
Obwohl er unabhängig sein will, wird er sich dennoch anhören, was sie mit seinen und warum sie es, was sie meinen und warum sie es so denken. Ja? Wenn sie die Vertrauensbasis da ist. Wenn sie Freunde bleiben und sie sich in gewinnender und ruhiger Weise mitteilen können, ohne diktatorisch zu wirken, werden sie ein offenes Ohr vorfinden. Ja? Wenn deine Vertrauensbasis da ist und eine Freundschaft von dir da ist, dann kommt ein Kind gerne auf dich zu. Also frag dich mal, worauf beruht deine Autorität? Jetzt zeigt sich deutlich, worauf ihre Autorität beruht. Auf Dominanz oder auf Macht oder auf gegenseitige Achtung. Ja? Die erste Form, wir nennen sie Machtautorität, baut auf äußere Kontrolle und Furcht vor Strafe. Ja, wenn ein Kind nur so dir gehorcht, dann hast du was falsch gemacht. Mit zunehmendem Alter des Kindes nehmen jedoch sowohl die Kontrollmöglichkeiten der Eltern als auch die Angst der Kinder vor Strafe ab. Und Studien über autoritäre Eltern fanden heraus, dass sie zwar kurzzeitige Anpassung erreichen, aber langfristig Rebellion nach sich ziehen. Ja, die Rebellion kommt, dessen kannst du dir gewiss sein, wenn du diese Machtautorität ausübst. Also solche Eltern beharren darauf, solange du zu Hause lebst, tust du, was wir sagen. Ja, das ist so das, wie die früher immer so gesagt haben. Solange du die Füße an meinen Tisch streckst und an meinem Tisch isst, machst du, was ich dir sage. Ne? So auf die Art und Weise. Ne? Und die Teenager schweigen verbissen. Oder kontern lautstark, na wartet, wenn ich erst einmal 18 bin, dann zeige ich es dir. Ja, das ist dann so die Trotzreaktion, die da bei solch einer Erziehung im Endeffekt dabei herauskommt. Also die effektivste Form der Erziehung ist die Beziehungsautorität. Die Beziehungsautorität, darauf kommt es an. Sie stärkt das Selbstwertgefühl und führt zu eigenverantwortlichem Leben. Ja? Das Kind gehorcht nicht mehr aus Furcht, sondern weil es seine Eltern achtet und weil es sie liebt. Ja? Wir kennen es selbst so. Wir wissen, wir sind geliebt von Gott und darum gehorchen wir Gott. Wir gehorchen ihm nicht aus Zwang, weil er die Gebote uns gegeben hat, sondern wir gehorchen Gott aus Liebe. Ja? Aus Liebe folgen wir Jesus nach, weil er für uns ans Kreuz ging. Ja? Und so sollen auch deine Kinder dir folgen. Ja, weil du sie liebst. Ja? Weil sie die Liebe an dir erkennen können. Also das Kind gehorcht nicht mehr aus Furcht, sondern weil es seine Eltern achtet und weil es sie liebt. Und sie möchten doch, dass ihr Kind sich aus Wertschätzung und Liebe einordnet. Und nicht nur, solange sie die Macht in der Hand haben. Ja? Also der Schlüssel ihrer Autorität darf nicht allein größere Macht und äußere Kontrolle sein, in der Teenager Erziehung erleiden und sie damit unweigerlich Schiffbruch oder sie ziehen einen Duckmäuser heran. Ja? Ihre Autorität sollte auf gegenseitige Achtung der inneren Eigenkontrolle des Kindes beruhen. Deswegen sind die vorangehenden Kapitel von großer Bedeutung. Sie zeigen ihnen den Weg, wie sie Beziehungsautorität aufbauen und erhalten können. Eben im Familienhaus haben wir das gesehen, was da so wichtig ist. Also zur Erziehung gehören Autoritäten, also Vor- und Leitbilder. Unser Vorbild spricht am lautesten. Kinder brauchen Autorität für ihre störungsfreie Entwicklung, für den Aufbau eines stimmigen Weltbildes, mit dem sie sich erst so orientieren können, dass sie nicht ständig und überall zu ihrem Schaden anecken. Selbstsichere Persönlichkeiten, die gut durchkommen in dieser Gesellschaft. Die Autorität ereignet sich nämlich in ihnen. Sie ist ihre Zustimmung zu Vorbildern, zu Normen und zu Werten, zu Forderungen an sie, zu Grenzsetzungen, zu Deutlichkeit, zu Konsequenz und zur Bereitschaft. Es auch mit ihnen über Krisen hinweg auszuhalten. Ja? Dass sie auch durch Krisen, wenn wir mit unseren Kindern durch Krisen gehen können, dass sie stark sind in ihrer Selbstentwicklung. Also haben sie den Mut, einen klaren Weg zu weisen. Dazu braucht man Mut.
Man braucht Mut, Vorbild zu sein. Man braucht Mut, Verantwortung zu nehmen. Und wir dürfen uns da nicht rausstehlen. Obwohl ihr Teenager jetzt eigenständig ist und sie vielleicht Angst vor möglichen Machtkämpfen haben, sind sie nach wie vor dafür verantwortlich, entscheidenden Punkten einen klaren Weg zu weisen. Tun sie es fest und tun sie es fair. Ja? Also ein starkes Team hat aber herzlich Begleitung mit liebevoller Disziplin. Und ein Kind braucht konsequente Eltern, die beharrlich die Grenzen abstecken. Aber bleibe dabei fair. Gerade weil ein Kind in der Pubertät durch die hormonellen und sozialen Einflüsse in seinen Entscheidungen häufig hin und her gerissen ist, braucht es weiterhin Regeln und auch Konsequenzen, wenn Absprachen nicht eingehalten werden. Du musst ihm weiterhin Grenzen setzen, ja? Denn sie wissen manchmal nicht, wenn man so drei Teenies hat wie ich da, die wissen manchmal nicht, wo sie dran sind. Ja, die finden, die suchen ihre Eigenständigkeit, die suchen ihre Persönlichkeit, die sind manchmal so zerstreut und so hin und her gerissen in ihren Gefühlen, ja, hormonell bedingt, ja. Und das ist so diese Phase. Aber diese Phase, finde ich, hat als Eltern ihren Reiz. Deinen Kindern dann noch diese Liebe, diesen Beistand zu geben, die Sicherheit zu geben, die sie dann brauchen. Den Halt oder die Schulter, an dem sie sich anlehnen können. Oder dass du den Arm um sie legst und du sagst einfach, du, ich hab dich lieb und ich helfe dir. Und du kommst aus dieser Phase raus. Ja? Und das ist das so, was ihnen unwahrscheinlich hilft. Also was für ihr Kind gefährlich ist, hängt stark von seiner Persönlichkeit und individuellen Verfügbarkeit ab. In manchen Situationen müssen sie Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, was sie dulden können und was sie verbieten müssen. Wie gesagt, Weisheit von Gott in der Situation richtig zu entscheiden. In dieses Spannungsfeld werden sie immer wieder geraten. Und oft werden sie sich fragen, wovor sollte ich mein Kind bewahren? Und worin muss es seine eigenen Erfahrungen machen? Das ist das Spannungsfeld, ja? Lernt es jetzt aus dieser Erfahrung oder muss ich es davor bewahren? Und diese Zerrissenheit kenne ich sehr gut als Vater, ja? Lasse ich es jetzt einfach mal diese negative Erfahrung machen, damit es daraus lernt, oder setze ich ihm eine Grenze? Und da muss ich wirklich Gott fragen, Herr, zeig mir jetzt, wo ich jetzt die Grenze da setze. Ja? Also ihre Reaktion hängt dabei von ihrer eigenen Persönlichkeit ab. Sind sie eher ängstlich? Sehen sie überall Bedrohungen oder Gefahren? Oder sind sie ein gelassener Mensch mit gesundem Gottvertrauen? Manchmal müssen wir auch in unserer Erziehung Gott vertrauen. Oh Herr, zieh du. Herr, hilf du. Gib du Gnade. Und lass mal aus diesen Erfahrungen lernen. Ja? Ja? Nur gut, wenn sich auch Eltern ergänzen. Manchmal möchte man sein Kind, das es noch so unerfahren ist, am liebsten in einen goldenen Käfig einsperren. Ja, dass es vor allem bewahrt ist. Aber das ist nicht das. Da führst du sie nicht in Eigenständigkeit und da führst du sie nicht in Eigenverantwortlichkeit. Wir können sie nicht in einen goldenen Käfig einsperren. Aber gleichzeitig weiß man aber, dass ein Kind durch negative Erfahrungen oft schneller lernt, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Wenn sie mal so richtig einen über den Durst getrunken haben und sie waren da total im dicken Kopf den anderen Tag, das kann eine gute Erfahrung sein fürs Leben. So manche eine hat da mit dem Trinken aufgehört, hat nie mehr Alkohol angerührt. Ja? Jupp kennt das so, die Art ungefähr. Ja? Das ist deine Erfahrung, gell? Ja, und diese Dinge, die helfen, ja, manchmal. Also geben Sie Ihr Kind frei und lassen Sie es mal eigene Erfahrungen machen, solange es nicht ernsthaft in Gefahr ist. Ja? Solange es nicht ernsthaft in Gefahr ist. Wenn mit Drogen in Kontakt kommt, dann bist du gefragt als Eltern, hau dazwischen. Also nicht hau dazwischen so, aber setz dich dann ein, bewahre es vor den Drogen. Ja, fang dann an zu predigen, lehre sie das Wort, dass sie das nicht tun soll, dass sie da auf eine Suchtschiene kommt und dass sie ihr Leben ruiniert. Da musst du konsequent sein und da musst du wirklich hart dagegen angehen, wenn es um Drogen oder solche Dinge geht. Ja? Also zum Nachdenken noch ein paar Gedanken. Wenn sie ihren Familienalltag durchdenken, ist es mehr von Machtautorität oder von Beziehungsautorität gekennzeichnet? Ja?
Wie werden Sie Ihre Beziehungsautorität konkret verstärken? Also Beziehungsautorität ist immer besser wie Machtautorität, wie diese autoritäre Erziehung. Ja, bau eine Beziehung, bau eine Vertrauensbasis, bau eine Freundschaft. Also die Vertrauensbasis aufrecht zu erhalten, indem sich eine Freundschaft zum Kind aufbaut und erhalten wird. Das nimm dir so mit. Das soll dir wichtig sein. Das soll dir groß werden. Und dann kommen sie gerne zu uns und fragen uns um Rat. Das ist das so, was Kinder brauchen. Ja. Und ich denke, das müssen wir so als das können wir als Eltern unseren Kindern mitgeben. Jetzt hätte ich noch gern etwas über miteinander reden, über Kommunikation gesagt, weil das ist auch so eine wertvolle Sache. Es gibt so ein Familienhaus der Kommunikation, Haus der Kommunikation. Hier habe ich mal aufgemalt, ich wollte noch eine Folie machen, bin jetzt nicht so dazugekommen. Ja, es gibt so 6 Ebenen der Kommunikation. Und die Kellerebene, die unterste Ebene, ist einfach die Kommunikation der Kritik. Ja, hier unten habe ich so ein Krokodilsbecken reingemacht und da kann man immer wieder abstützen. Man kritisiert nur, man nörgelt nur an den Kindern rum, aber das ist die unterste Schwelle der Kommunikation. Das ist das unterste Niveau, ja? Und die zweite Ebene ist die Ebene der Begrüßung, ja? Man sieht sich gerade noch so zwischen Tür und Angel, begrüßt sich, hallo, wie geht's? Ja? Das ist dann noch damit hat es sich dann auch schon wieder, ja? Bei Teenager lässt die Kommunikation oftmals nach, ja? Sie sind so in ihren eigenen Träumen, in ihren eigenen Denken, in ihrer eigenen Musik, in ihren Interessen und die haben gar nicht mehr viel Raum für Kommunikation, ja? Ihre Gesichterparty, ihre ICQ und ihre ganzen Dinge, die sie beschäftigen, ja? Und das ist auch noch eine untere Ebene, wenn es nur diese Begrüßungsebene ist. Ja? Und da gibt es aber noch eine dritte Ebene, das ist dann geht schon ein bisschen höher in diesem Kommunikationshaus, das ist die Informationsebene. Ja? Man tauscht noch Informationen gegenseitig aus. Du Kind, was hast du dann vor heute? Was willst du denn heute machen? Was sind dann so deine Wünsche fürs Wochenende? Was geht dann so ab? Ja? Dann informiert man sich gegenseitig. Du, wir machen das und das ist unser Anliegen, ja? Könntest du vielleicht dich um die Kleine kümmern oder so? Das ist so die Informationsebene. Ja, es ist gut, wenn das noch geschieht. Ja, wenn das noch geschieht in der Familie. Aber es ist noch nicht die höhere Ebene. Ja, eine vierte Ebene ist der Meinungsaustausch. Du, was geht so in dir vor? Was ist so deine Meinung über die und die Sachen? Dass man sich noch austauscht, diskutiert über Dinge, dass man noch Zeit hat miteinander, über Meinung austauscht, über Themen, über biblische Themen, über Wahrheiten, über Gesellschaftsfragen. Ja? Dass da noch eine Basis ist, zu kommunizieren in der Familie. Ja? Und dieses Familienhaus der Kommunikation kann man auch gut mit in die Ehe reinnehmen. Welche Kommunikation hast du in deiner Ehe? Ja? Da gibt es noch eine fünfte Ebene, die ist noch höher angesiedelt. Das ist der Gefühlsaustausch. Ja, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Was sind deine Bedrückungen? Was sind deine Sorgen? Was sind gerade so deine Ziele, deine Wünsche? Ja, man tauscht sich aus, weil man sich vertraut. Ja, und man ist bereit, sich zu öffnen, auch in den Gefühlen. Und das ist wieder eine höhere Ebene. Und es ist gut, wenn wir so mit unseren Kindern noch kommunizieren können. Ja. Wie sind deine Gefühle? Was bedrückt dich? Was sind deine Ängste? Was sind deine Sorgen? Und die dritte Ebene ist die transparente Offenheit. Die Offenheit, die sechste Ebene ist das. Das ist dann ganz oben, Entschuldigung. Das ist dann also ganz oben. Die Offenheit und die Ehrlichkeit. Dass man ganz offen und ehrlich und transparent miteinander umgehen kann. Dass man über Gefühle reden kann, dass man über Wünsche, über Herzensanliegen, über Sorgen, über Ängste reden kann. Ja? Dass man auch zusammen darüber beten kann. Das ist so die höchste Ebene der Kommunikation. Und es wäre schön, wenn wir die mit unseren Kindern erreichen. Es muss unser Ziel sein, auf eine höhere Ebene in der Kommunikation zu kommen. Ja? Und dann ist es gut, ich habe jetzt für jede Ebene eine Bibelstelle da. Ja, vielleicht können wir uns das mal gesondert da ansehen, in einer anderen Stelle.
Ja? Es kommt auf die Kommunikation an. Und wie wir in der Familie leben, das ist der Wert, wie wir miteinander reden. Zeigt, wie viel Liebe wir füreinander haben. An der Kommunikation wird es sich zeigen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Die Bibel sagt uns in Epheser 4,29, redet auch nicht schlecht voneinander. Ja? Was ihr sagt, soll für jeden gut, hilfreich sein und eine Wohltat für alle. Ja? Die Bibel gibt uns hier ein gutes Prinzip. Ja? Unsere Rede soll gut sein, sie soll hilfreich sein, sie soll eine Wohltat sein. Darum ermutige deine Kinder, richte sie auf, pflege eine hohe Ebene der Kommunikation. Ja? Guck mal doch noch, dass du an deine Kinder rankommst. Du musst interessiert sein, wer sind seine Freunde? Mit wem gibt er sich in der Schule ab? Ja? Was sind seine Freunde? Über was reden sie? Was hören sie für eine Musik? Was ist ihre Herzensausrichtung? Ja? Was macht ihnen Angst? Da musst du dich mit deinen Kindern noch mal dahin bewegen können, damit dass du mit ihnen darüber reden kannst. Ja? Redet nicht schlecht voneinander. Ja? Fang nicht an, deine Kinder schlecht zu machen. Ja? Damit wirst du ihr Selbstwertgefühl in den Keller drücken. Ja? Durch Schuldzuweisungen oder wenn du noch Schimpfworte für sie hast, das bewirkt gerade das Gegenteil. Ja? Also hab Acht, wie du mit deinen Kindern redest. Was ihr sagt, soll für jeden gut sein, hilfreich, eine Wohltat für alle. Sei ein Ermutiger, sei ein Aufrichter, sei ein Freund, sei ein Vater, wie Gott dein Vater ist. Er hört sich auch alles an, was du für Sorgen hast. Und ihm kannst du alles an den Kopf schmeißen. Auch deine Ängste, deine Sorgen, deine Bedrückungen, dein Ärger, dein Frust. Gott fällt nicht vom Thron, wenn du das alles bei ihm ablädst. Ja? Er kommt da nicht ins Wanken. Er kann damit umgehen. Er ist ein starker Charakter. Ja? Jesus ist ein starker Charakter. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet für eure Seele. Damit ihr in die Ruhe kommt. Und so dürfen wir auch in unserer Familie wieder zur Ruhe kommen. Durch gute Kommunikation. Und wenn wir hier negativ reden und Schuldzuweisungen und immer kritisieren und meckern und nörgeln, dann steht hier in Vers 30 von Epheser 4, sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Ja? Wenn wir hier auf unsere Reden nicht Acht haben, betrüben wir den Heiligen Geist, sagt die Luther-Übersetzung. Ja, die Hoffnung für alle sagt, beleidigt ihr den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman, er zieht sich in euch zurück. Ja? Diese Beziehung muss man auch pflegen, wie ich meine Ehe pflegen muss, wie ich mein Familienumfeld pflegen muss, wie ich mit meinen Kindern den Umgang pflegen muss. Ja? Ich darf mich da investieren und ich will uns da in positiver Weise ermutigen. Ja? Hab da eine gute Kommunikation in deiner Familie und das bestimmt den Wert deiner Beziehungen, ob du wirklich Liebe hast. Ob du wirklich eine gute Atmosphäre und ein prima Klima aufbauen kannst. Ja? Das ist ja das, was Gott will, dass wir ein prima Klima kriegen in unserer Familie, damit wir ein Licht sein können für dieses Welt. Dass wir ein starkes Team sind, dass wir vernetzt und verkettet sind miteinander, dass wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, dass wir füreinander da sind in Nöten, ja? In Bedrückungen, in Ängsten. Ja? Und dass wir auch da weiterhin konsequent unsere Grenzen setzen, hat aber herzlich, mit liebevoller Begleitung, mit liebevoller Disziplin. Und das ist so das, was ich uns mit auf den Weg geben will in der Erziehung. Ich denke, das waren jetzt viele Gedanken, das waren viele Impulse. Aber zum Schluss ist es immer wieder die Liebe. Am Ende bleibt nur eins, die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist das Größte, sagt Korinther 13, der letzte Vers. Ja? Und es ist immer die Liebe, die wir uns geben müssen, durch dass wir mit Gott reden, durch dass wir die Bibel lesen. Die Liebe Gottes wird in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, steht in Römer Vers 5. Und ich muss mir die Liebe beim Vater nehmen. Ich muss immer auf den Schoß des Vaters klettern. Ich als irdischer Vater brauche die Liebe meines himmlischen Vaters, damit ich als irdischer Vater meinen Kindern Liebe geben kann. Meine Liebe reicht nicht aus, auch nicht für meine Kinder richtig zu lieben
um ihnen Halt zu geben. Ich brauche einfach immer die Liebe des Vaters. Und ich muss auf den Schoß des Vaters klettern. Und Vater, gib mir deine Liebe. Wie Hans-Peter gesagt hat, die ganze Frucht des Heiligen Geistes muss in mein Herz. Ja? Seine Liebe muss in mein Herz und die Freude muss in mein Herz. Ja? Wenn ich mit meinen Kindern freudig umgehe, ein freudiges Klima habe und nochmal einen Spaß haben kann mit ihnen und mal einen Witz machen kann und mal nochmal lachen kann. Ja, es muss in unseren Familien auch wieder was zu lachen geben. Ja? Das Gesetz knüppelt nur und gibt nur Druck. Aber ich brauche die Freude, der Friede Gottes, ja, die Barmherzigkeit, die Güte füreinander, die Vergebungsbereitschaft, die Versöhnungsbereitschaft. Das muss ich mit reinbringen, nicht beleidigt sein, ja, demütig auch manchmal sein und dann auch sich selbst zu beherrschen. Das ist alles die Frucht des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes gibt sie in unser Herz. Und in diesem Sinne wollen wir gesund Familie bauen. In diesem Sinne segne uns einfach Gott. Ich will zum Abschluss noch einmal beten, dass Gott einfach unsere Familien segnet. Lass uns dafür aufstehen und lass uns dafür mitbeten, dass da ein neuer Zug reinkommt von Gott, von seiner Hilfe, von seinem Heiligen Geist. Vater, ich danke dir so, dass wir jetzt so diese ganzen Dinge, diese ganzen Wahrheiten gehört haben. Dass wir diese ganzen Wahrheiten jetzt einfach auch akustisch aufgenommen haben. Aber das ist so viel, Herr. Und wir brauchen so deine Hilfe, dass wir das auch immer mehr in unseren Familien umsetzen können. So bitte ich dich einfach, Vater, dass unsere Ehen stark machst. Dass unsere Ehen wirklich gesund macht, dass wir wirklich füreinander da sind, dass wir Liebe investieren, dass wir dankbar sind, dass wir einander haben, dass du uns so als Familie zusammengestellt hast, ja, und dass du uns als Ehepaare zusammengestellt hast. Und du hast uns Kinder anvertraut. Kinder sind, die Leibesfrucht ist ein Geschenk von Gott. Und als solches wollen wir unsere Kinder sehen. Wir wollen unsere Kinder als Geschenke sehen. Und wir wollen sie auch so liebevoll begleiten mit deiner Liebe. Drum, Vater, fülle unser Herz mit deiner Liebe, dass wir ihnen das geben können, was sie zum Leben brauchen, damit sie sicher aufwachsen können, dass sie gesund aufwachsen können, dass ihre Selbstentwicklung gesund geschehen kann, Vater. So gib uns da Weisheit in der Erziehung, individuell, in jeglicher Situation richtig zu entscheiden, nach deinem Willen zu entscheiden. Oh Herr, wir wollen dich da kontaktieren, wir wollen dich da mit reinnehmen, dass du uns hilfst, dass du uns die rechte Weisheit in der Entscheidung gibst und dass du uns so leitest, Herr, dass wir dieses prima Klima einfach aufbauen können in unseren Familien, dass die Kinder sich wohlfühlen, geliebt und angenommen, dass sie sich so richtig nach dem Zuhause sehnen, wenn sie aus den Schulen kommen, wenn sie noch nachher selbst Familie haben, dass sie gerne heimkommen, und dass sie die Enkel und alles mitbringen und dass wir uns aneinander freuen, dass es immer Freudenzeiten sind, wenn wir zusammen sind, dass wir uns nicht immer so gegenseitig kritisieren, benörgeln und niederreißen, sondern dass wir uns Liebe geben, dass wir uns gegenseitig aufrichten, dass unsere Kommunikation einfach eine neue Qualität bekommt, dass da wirklich Beziehungsaustausch da ist, Kommunikation in einer höheren Qualität, Herr, dass die Kinder sich uns öffnen, dass sie ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Bedrückungen uns einfach bringen. Und dass du uns einfach da hilfst, ihnen auch das zu geben, was sie dann gerade brauchen, Vater. Segne unsere Familien, segne unsere Kinder, Herr, dass sie alle dir dienen, dass sie dir alle nachfolgen, dass sie dich alle erleben, Herr. Schenke uns so diesen christlichen Lebensstil und gib uns so wirklich so Gnade, dass wir auch eine gute Familienandacht machen können. Gib uns kreative Gedanken, dass wir wirklich Weisheit haben, dass sie Freude dran haben, Herr, auch mit uns ins Wort Gottes zu gehen, dass sie Freude haben, auch über deine Werte nachzusinnen, dass sie das aufnehmen in ihr Leben und dass sie es selbst umsetzen, Vater. Wir brauchen immer so Gnade über Gnade. Oh Jesus, hilf uns auch, Herr, dass wir so deine Bürde spüren, wie sehr du uns liebst, wie sehr du dich nach uns sehnst und wie sehr du für uns gelitten hast am Kreuz von Golgatha. Hilf uns so, Jesus, dass wir so deinen Herzschlag bekommen, dein Mitleid bekommen und so deine Bürde bekommen. Heiliger Geist, leite uns an.
Gib uns Richtung, gib uns Weisung, gib uns so deine Unterstützung. Wir brauchen dich. Du bist unser Parakletos, du bist unser Führer, unser Ratgeber, unser Beistand. Du hilfst uns so sehr in der Familie, du hilfst uns so sehr in der Gemeinde. Wir danken dir so, dass du am Wirken bist in unseren Herzen. Wir danken jetzt so auch so für dieses Erziehungsseminar, und es soll einem jeden zum Segen werden, der es hört, der es aufnimmt, der soll es so verinnerlichen und soll es in seiner Familie umsetzen. Vater im Himmel, wir danken dir in Jesu Namen für deine Liebe, für deine Freude, für deinen Frieden. Amen. Amen.